What's up, dude? Wo willst du denn hin? Julius ist zurück. Na? Du, Papa, wenn... Also... Darf ich Julius mal mitnehmen? Der war schon öfter hier. Ich meine über Nacht. Klar, ist dein Freund. Du, Jo und ich bräuchten heute Abend das Auto. Julius hat Geburtstag. Ihr wollt mit dem Auto zu einer Geburtstagsparty? Ich trinke ja auch nichts. Ich habe morgen Referat in der Uni. Wir fahren mit dem Taxi. Basta. Vielleicht so eine Art Abschiedsschmerz. Noch bin ich ja da. Ich vermisse dich trotzdem jetzt schon. So seid ihr, ihr Süßen. Ich tue mein Möglichstes. Merkst du doch. Ja, du warst 2 Wochen auf Korfu. Da habe ich eben Nachholbedarf. Warte mal ganz kurz, Julius. Mein verfressener Bruder ist gerade rein. Hier, pack mal bitte mit an. Sag mal, warum kommst du nicht einfach auch rüber? Ja, zum Übernachten. Ja, wenn wir schon zu irgendwelchen Unbekannten gastfreundlich sind. Mein Vater findet es auch okay. Nee, oder? Du bringst jetzt hier auch nicht noch deinen Schwuchtelfreund an. Problem damit... Hallo, was ist jetzt mit dem... Ja, du kennst doch Jo. Der freut sich auch, wenn du kommst. Gibt's ein Problem? Nein, wieso? Mit dir nicht. Danke für den Blick. Schon kapiert. Und? Wie fühlt sich's an? Ganz normal. Lüg nicht. Doch schon viel früher bei dir übernachtet. Das ist schon was Besonderes, ne? Ja, ist doch normal, dass es besonders ist. Entschuldigen Sie, Sie haben ich hab noch was für dich. Wow, danke. Hey. Hi. Julius. Na dann, viel Spaß noch, ne? Cool, das war mir irgendwie klar. Aber dein Bruder, ne? Ach, der kriegt dich schon wieder ein. Kaffee, oder? Danke, du Arsch. Was ist dein Problem, du Spinner? Müsst ihr das jedem unter die Nase reiben, wie toll und anders und besonders ihr seid? Müsst ihr jeden zwangsbeglücken mit eurem Privatkram und eurer Schwuchtelmusik? Du hast echt den Regenbogen nicht gesehen, Alter, oder? Los, Julius, komm, hol die Plüschhandschellen. Wir fesseln ihn und mal in die Zehennägelrose. Das ist echt ein Ratter. Und vorsichtig, mit dem Arsch immer schön an der Wand bleiben. Jetzt kapier ich's. Eigentlich bist du einfach nur eifersüchtig. Soll ich im Rausgehen den Hüte unfüttern? Nee, das mache ich schon. Du warst auch schon mal verliebt. Und dann wirst du sie auch hier mit nach Hause bringen wollen. Hat der Arsch gepetzt. Es geht darum, dass es dir genauso gehen wird wie Tom. Du wirst sie hier zu dir nach Hause bringen wollen. Wir halten zusammen, komme was wolle, und wir grenzen niemanden aus, der zu uns gehören will. Okay? Falte das Teil zusammen und beweg deinen Arsch wieder rein. Kapiert? Ja. Und sorry für die blöden Sprüche. Ja, schon okay. Ich habe mich selber aufgeführt wie ein Idiot. Vielleicht können wir zur Versöhnung mal im Zelt campen zu dritt. Ein Versuch. Der letzte. Ja, nö. Warum soll man das einfach machen? Ich meine, das geht ja auch schwer.